gegen die entmachtete und inhaftierte Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, ist während einer richterlichen Anhörung ein neuer Vorwurf erhoben worden. Sie soll gegen Covid-19-Vorschriften verstoßen haben. Berichten zufolge drohen ihr allein deswegen 3 Jahre Haft. Der UN-Menschenrechtsrat und mehrere Länder fordern die sofortige Freilassung der Friedensnobelpreisträgerin. Die Militärjunta hat inzwischen die erste Pressekonferenz seit ihrer Machtergreifung am 1. Februar abgehalten. Die Generäle bestritten, dass es sich um einen Putsch gehandelt habe und sagten, dass es Aung San Suu Kyi gut gehe. Wir halten Aung San Suu Kyi und Win Myint zu ihrer Sicherheit an einem sicheren Ort fest. Sie sind bei guter Gesundheit. Es ist nicht so, dass sie verhaftet sind. Sie halten sich in ihren Häusern auf. Wir werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz vorgehen. Ich möchte sagen, dass wir uns nicht über das Gesetz hinwegsetzen. In Rangoon marschierten buddhistische Mönche gemeinsam mit den Demonstranten durch die Straßen unter dem Beifall von Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt. Die Beteiligung von Mönchen kann Beobachtern zufolge dazu beitragen, der Protestbewegung moralische Autorität zu verleihen, in einem Land, in dem die überwiegende Mehrheit Buddhisten sind.